Gut. Hallo, wie macht ihr das immer, Saskia? Hallo, Facebook! Das macht Lea und Saskia immer, wenn sie dran sind. Hallo, Facebook! Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Lesung. Scheinbar gab es eine Abstimmung, an die ich nicht teilgenommen habe, nämlich Saskia und Christa haben sich entschieden, sie tragen rote Blusen mit roten Brillen und ja, ich bin hier scheinbar fehl am Platz, aber ich bin auch gleich wieder weg. Nein, nein, die beiden, wir bleiben alle im Raum. Also, falls du es nicht mitbekommen hast, wir haben ein Buch geschrieben und der Titel von diesem Buch heißt Und dann war es leicht. Und darin schreiben 20 wunderbaren Menschen ihre Geschichte. Die Geschichte von, wie sie von der Schwere rausgekommen sind, rein in ein leichteres Leben und in ein wesentlich leichteres Leben. Und wie wir mitbekommen, berühren euch diese Lesungen, die berühren uns auch, also unglaublich jedes Mal. Und heute wird Christa ihr Kapitel vorlesen. Es ist das Kapitel, ne? Das ist der richtige Artikel, das Kapitel. Ich sage das manchmal richtig und manchmal falsch. Christa kennen wir schon seit einer Weile. Erstmal war sie in meinem Dünstkreis, so in diesem ganzen Online-Marketing- und Online-Business-Kreis unterwegs, auch bei den InSpeak-Camps und InSpeak-Cons. Und später ist sie mitgekommen in die Welt der drei Prinzipien und war eine treue Besucherin von Coffee and Coaching mit Lea. Und dann hatten wir das große Vergnügen und Privileg, sie in der Coaching-Ausbildung zu haben. Sie hat, wann haben wir abgeschlossen, Mädels? 26. Mai, glaube ich. Ja, kam Transformative Coaching zu Christas Credentials. Sie war aber schon vorher Coach, allerdings mehr in Richtung Struktur und Strategie unterwegs. Und heute hat sie auch einen wunderbaren Haarschnitt. Wir haben es schon bewundert im Vorfeld. Sieht richtig frisch und frech und jung aus. Gefällt uns ausgesprochen gut. Ja, schön, dass du da bist. Oder wie Lea immer sagen würde, schön bist du da. Ich glaube, das ist schweizerisch. Und ich halte mal ein bisschen die Fahne für sie mit hoch. Wir gehen aber in den formelleren Teil, der aber gar nicht so formell ist. Und Saskia wird Christa mit ihrem Bio einleiten, was auch im Buch erscheint. Christa danach fragt dich Saskia deine Motivation fürs Mitmachen und dann gehst du direkt in die Lesung und dann schauen wir mal weiter. Gell? Genau. Ja, ich möchte euch gerne die Christa offiziell vorstellen. Dazu muss ich lesen, was hier steht. Christa Beckers ist eine liebevolle Begleiterin. Ihr Motto: Tschüss Anstrengungsmodus, hallo natürlicher Flow. Sie liebt es, Gespräche zu führen und Menschen in ihrer Tiefe kennenzulernen. Ihre ehrliche Neugierde führte sie bereits über den Jakobsweg und auf Visionssuche in die Toskana. Sie ist dabei bodenständig geblieben und liebt Ordnung und Übersicht, auch wenn die Möbel in ihrer Wohnung alle paar Monate einen neuen Platz finden. Genau, ein bisschen Abwechslung muss sein, oder? Ein bisschen Abwechslung muss sein, ja. War das Mitmachen beim Buchschreiben auch eine willkommene Abwechslung oder was hat dich da motiviert mitzumachen? Ich fand es einfach die Grundidee, diese drei Prinzipien über diesen Weg einfach weiter zu verbreiten. Das war so der erste Punkt, wo ich denke, super. Und dann habe ich realisiert, ich muss jetzt auch schreiben. Das war dann nicht so gut. Aber wir hatten einen wunderbaren Coach, Saskia, an unserer Seite. Und es war ja auch im Prinzip eine Übung, durchzugehen durch all das, was sich da oben so abspielt. Und das ist eine wunderbare Erfahrung gewesen, auch nochmal in diesem Projekt da auch damit konfrontiert zu werden. Und aber so dieses
Mitteilen, dieses ehrliche Mitteilen von was ist wirklich los im Leben, denn da draußen laufen so viele Masken rum und jeder erzählt einem, dass es ja alles so easy ist und so weiter, und das mag ich nicht, ja, und ich zeige mich gerne auch mit meinen Schwächen und ja, why not, das ist das Leben. Genau. Schön. Ja, ich bin schon ganz gespannt auf deine Lesung, was du vorlesen wirst. Ja. Und ja, wenn du magst, leg los. Ja, gerne. Also mein, ich eben zurechtrücken hier. Mein Kapitel heißt Hurra, ich funktioniere. Aber wo bleibt mein Leben? Kennst du die Müdigkeit, die sich im Körper ausbreitet, wenn alles nur noch sinnlos erscheint? Wenn jeder Tag zu einem Kampf wird? Die Kinder warten, ich stehe auf. Der Hund muss raus, ich nehme die Leine. Der Partner hat eine Frage zu seinem Geschäft, ich antworte, produziere Ideen, die doch nur liegen bleiben. Und dann wieder Hoffnung. Fröhlichkeit zieht ein. Wir lachen, wir fühlen uns wohl und geschützt im Kreise der Familie. Die Liebe zu meinem Partner wird wieder spürbar. Oh, ein neuer Auftrag für das Business. Erleichterung. Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Nur, es bleibt nicht lange so. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Der innerliche Kampf, meine Lebensenergie aufrecht zu erhalten, ist so anstrengend. Sehr oft habe ich das Gefühl, mich am liebsten verkriechen zu wollen. Ich habe Angst davor, noch einmal in die Situation zu kommen, von vorne anfangen zu müssen. Und doch, die Ehe zerbricht im Schneckentempo. Ich sehe wie in Zeitlupe zu, wie die Entfernung zwischen uns immer größer wird. Mit der Gewissheit, ich kann es nicht aufhalten, denn ich werde mich und meine Werte nicht verraten. Dieses Hin und Her zwischen Funktionieren und Aufgeben fühlt sich an wie das Tragen von verschiedenen Masken. Morgens die taffe Frau, die das Business auf- und ausbaut. Nachmittags die begleitende Nummer. Mutter, oft zwar nur als Taxifahrerin, aber auch als mentale Stütze. Abends die Ehefrau, die geduldig zuhört und aufbaut. Nachts die Geliebte, die alles um sich herum vergisst. Nichts fühlt sich wirklich an, nach mir, nach Christa. Aber die Lawine rollt unaufhaltsam. Mich klein machen und darunter vergraben lassen geht nicht. Meine Kinder brauchen mich, sehr sogar. Die Entscheidung, sie noch einmal aus einer vertrauten Umgebung herauszunehmen, ist unendlich schwer für mich. Ich habe bereits meinen vorherigen Partner verlassen und ihnen damit viel zugemutet. Und jetzt wieder? Ich schaffe es. Das Aussteigen aus der Ehe gibt mir auf der einen Seite zwar Freiraum, auf der anderen Seite aber nicht die erhoffte innerliche Freiheit. Ich fange an zu suchen. Ich will mich endlich spüren. Es gibt so vieles, was Heilung verspricht. In Büchern, in Therapiesitzungen. Oft scheint die Lösung nah, aber nein, die Leichtigkeit bleibt nicht lange. Immer wieder treten das Drama, das Funktionieren und die erneute Suche in den Vordergrund. Es sind Puzzleteile da, aber es fügt sich nicht so recht zusammen. Im Gegenteil, das Tal, in das ich nun falle, ist gefühlt noch tiefer. Macht nichts, sagt man zu mir. Es löst sich gerade noch eine Schicht mehr. Ach ja, denke ich, die Heilung funktioniert also nach dem Zwiebelprinzip. Das Thema Trauma holt mich ein und ich habe endlich eine Erklärung. Nur fühlt sich diese Erklärung noch schwerer an, noch hoffnungsloser. Wie soll ich das hinter mir lassen? Ich bin klüger, aber müde, ohne Lebenslust, ohne Sinn. Und doch, etwas in mir treibt mich weiter. Aufgeben ist keine Option für mich. Ich spüre einen Sog. Ich spüre, dass es Entscheidungen von innen heraus gibt. Und diesen bin ich auch schon gefolgt. Aber mein Verstand erzählt mir, dass ich mir selbst nicht vertrauen darf.
Schließlich hat mir mein Leben bis hierhin doch gezeigt, dass ich im Kreis laufe. Immer wieder ende ich an einer Stelle, wo eine Beziehung zerbricht, wo ich voller Wut alles hinwerfe und zu wissen glaube, ein Neuanfang sei die beste Lösung. Ich bin stolz auf diesen Verstand. Ich sehe ihn als überlebensnotwendigen Teil, als Führung für mein Leben, als Navigation. Ich bin stolz darauf, meine Gedanken kontrollieren zu können, bis das nächste Loch kommt und die Kontrolle sich als Irrtum herausstellt. Meine Suche bringt mich zu den drei Prinzipien. Und hier mache ich einen Break. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen erzählen, wie es heute aussieht. Ich lebe wieder in einer Beziehung, ja sogar in der Beziehung, so wie ich es im ganz Innersten erhoffte. Endlich auf Augenhöhe. Endlich schauen wir gemeinsam in die gleiche Richtung. Und wir können lachen, wenn Emotionen sich bei dem einen oder dem anderen ausbreiten. Ich lebe in einer neuen Gegend, die ich nach und nach erobere. In einer Wohnung, die für mich mit ihren jahrhundertealten Mauern Sicherheit ausstrahlt. In der wir Freunde einladen, die sich in dieser guten Energie wohlfühlen. In der meine Kinder mich besuchen kommen, wenn sie ausruhen wollen. Die Verbindung zu meinen Kindern ist so tief, dass Kopfkonzepte uns nicht mehr stören. Damit meine ich, dass ich als Mutter natürlich ein genaues Bild hatte, wie das Leben meiner Kinder aussehen solle, damit sie glücklich sind. Tja, wer kennt das nicht, dass unsere Kinder andere Vorstellungen für ihr Erwachsenenleben haben? Ich beobachte und begleite meine beiden auf ihren Wegen. Mein Kopfschütteln über ihre Entscheidungen hat aufgehört. Selbst meine demenzkranke Mutter spürt die Veränderung in mir. Zwischen uns gibt es Momente der Liebe und Weichheit, die ich immer vermisst habe. Ich sehe das lebenslange Bemühen meines Vaters, alles richtig zu machen. Meine Verurteilung, dass seine Glaubenssätze meinen Weg bestimmt haben, gehört der Vergangenheit an. Zukunft ist, worauf ich mich freue. Das Unbekannte macht mir keine Angst mehr, weil ich die Gewissheit habe, dass nichts in mir falsch ist, dass ich eine Führung in mir habe, die mich für alles wappnet, was das Leben mir noch zeigt. Das schönste Gefühl ist, dass ich nicht mehr suche. Ich finde. Meine Suche ist abgelöst durch offene Neugier. Meine Tiefen dauern nicht mehr so lange und werden vor allem immer weniger tief. Endlich, ich funktioniere nicht mehr. Ich lebe. Oh, ist das schön. Ja, und dann war es leicht. Ja, so, so schön, Christa. Wir haben schon im Vorfeld und immer wieder gesagt, ist das nicht hoffnungsvoll? Weil das so Wunderbare an diesem Verständnis ist, dass es für jeden Menschen möglich ist. Nicht nur für Christa und nicht nur für Saskia und nicht nur für Shelia, sondern für dich. Und ich bin so gespannt, Christa, was in diesem Sandwich drin war. Ich habe das Gefühl gehabt, du hast so zwei Stück Toastbrot gezeigt. Das, die obere Lage und die untere Lage. Und was war der Belag? Also was sind diese drei Prinzipien? Was hast du gesehen? Und das wird immer wieder und immer wieder in diesem Buch in anderen Worten, in anderen Geschichten gesagt, gezeigt. Und das ist auch so schön, weil jeder hat die Möglichkeit, es auf eine andere Weise zu hören. Ja. Ja, es ist, jeder hört es durch seine Erfahrung. Hm. Und das Schöne ist, es ist kein Konzept. Ja. Und das ist das Wunderbare daran.
Es ist für jeden die eigene Wahrheit da drin. Das ist so. Ja, Saskia, hast du sonst noch was hinzuzufügen? Oh, ich freue mich so auf das Buch. Und du hast es so schön gesagt, Christa, mit dem, es ist für jeden die eigene Wahrheit drin. Und es ist nicht, oh, jetzt kommt die tolle neue Lösung, die nächste Methode, das nächste Schlag mich tot, sondern wir dürfen entdecken, dass es längst in uns drin ist. Und das finde ich so schön beim Lesen. Es war so vielfältig. Also ich kenne das Buch, weil ich es schon durchgearbeitet habe und gerade vorbereite zum Hochladen. Und es ist so schön, das 20 Mal in ganz vielen Facetten immer wieder mitzuerleben beim Lesen, was da möglich ist. Und dass es so tief im Inneren anklingt bei den Menschen und immer wieder anders. Und trotzdem passieren diese Dinge, ja, dass das Leben leichter wird. Und es ist einfach schön. Und es ist nicht übergestülpt, sondern es entfaltet sich aus dem Inneren. Und das hat eine ganz andere Qualität als irgendwie dreimal Chaka rufen und nackt ums Feuer laufen oder was auch immer wir vorher getrieben haben, damit unser Leben besser wird. Ja, alles. Rede von mir. Ja, und da ist es so, es entfaltet sich aus den Menschen heraus und wir alle haben das in uns, also nicht nur die 20 Menschen, die das Buch geschrieben haben, sondern alle. Hm. Wir sind keine Superwoman oder ganz besonders fähig oder, sorry, aber es ist so, hey. Normal. Ganz normal, unnormale Menschen, die das für sich immer mehr entdecken und merkwürdigerweise entdecken das irgendwie dann so nach und nach alle. Ja. Und das ist schön, dass es keinen auslässt. Ja. Ja, so schön. So schön hast du das gesagt, Saskia. Danke. Ja. Ist ja auch schön. Es ist auch schön. Also wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerin, wenn du mehr Leichtigkeit in deinem Leben haben möchtest, und das denke ich, wollen alle, das Buch erscheint am 1. Juli in diesem Jahr 2022. Und Saskia arbeitet mit Nachdruck dran, dass das passiert. Ja. Und wir haben, glaube ich, noch 5 oder 6 Lesungen vor uns, aber wir beginnen echt bald mit dem Countdown zum Buch ist da und du kannst es bestellen. Also du darfst gespannt sein und wir hoffen, dass du morgen Abend wieder dabei bist für eine weitere Lesung, ja, in unserer Aktion 20 Tage, 20 Lesungen aus dem Buch und dann war es leicht. Nochmals herzlichen Dank, Christa, und bis morgen. Sehr gerne. Danke. Ciao. Tschüss.